Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Herzlich willkommen zum siebten Saisonrennen. Ja, herzlich willkommen in Kanada. Nach dem schweren Rennen in Monaco geht es heute mit dem etwas leichteren Rennen des Kanada weiter und unserem hoffentlich siebten Saisonsieg. Wir sind gerade auf dem Weg Richtung WM-Titel. Aber es ist noch ein langer Weg. Wir haben gerade mal 6 Rennen durch. Aber in Kanada gewinnen. Naja, mal sehen, abzuwarten. Jetzt haben wir jetzt mal das freie Training vor der Nase. Und dann schauen wir mal. Fahr da auch wieder so gut erfolgreich sein. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken, definitiv. Ich bin da gute Dinge, dass wir ein gutes Rennen holen oder ein gutes Ergebnis holen. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir es erstmal im Training beweisen. So, was machen wir dann als erstes? Genau, wir gucken mal aufs Wetter. Das Wetter first things. Trocken, qualifying und rennt. Wunderbar. So, unsere Entwicklungen sind abgeschlossen. Verbrennungsmotor, MGU ist abgeschlossen und der Energiespeicher, die ganze Stoffwechselfähigkeiten, das ist doch schon mal. Sehr gut. Genau, dann haben wir soweit nichts weiter zu tun. Alle Meldungen sind durch. Keine Fahrerwechsel oder was. Nö, gut. Gehen wir rein ins erste Freitraining. Dauert immer ein kleines bisschen. Regenfreitraining, jawohl. Regenschirme dominieren das Bild auf den Zuschauertribünen. Unter diesen Bedingungen wird das ein ganz, ganz schwieriges Training. Ich hoffe nur, die Fahrer sind auf alles vorbereitet. Ja. Düsterer Himmel über uns und nicht weniger düstere Blicke an der Boxenmauer. Eine frustrierende Zeit für die Techniker. Stefan Römer, wahrscheinlich haben die alle auf trockene Verhältnisse gehofft, aber da draußen schüttet es wie aus Kübeln. Ja, man muss sich mal in die Lage der Jungs und Mädels an der Boxenmauer versetzen. Weißt du, es steckt so viel Arbeit darin, diese zwei Autos auf die Strecke zu bringen. Nicht nur an der Boxenmauer, auch für hunderte Leute daheim in der Fertigungshalle. Das Rennteam hier an der Strecke ist ja nur die sichtbare Speerspitze eines weit größeren Unternehmens. Und dann kommt der Regen und man weiß sofort einige Dinge sicher. Erstens, man wird nicht viel Fahrzeit bekommen. Zweitens, man hält eine Menge unnützer Daten, wenn man doch auf die Strecke kommt. Und drittens, die Wahrscheinlichkeit, dass man vor dem Qualifying ein Auto notdürftig zusammenflicken muss, ist viel höher. Ja. Hoffentlich haben wir das zweite und dritte Freitraining, dieses Trocken. Carl probably mentioned the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they did the trick. Training ganz trocken. Ja, Training 3 ein bisschen verregnet, aber auch nur 20 ersten paar Minuten. Ja, wegen Sommer und Qualifying und im Regen. Aber wir haben. Wie sieht denn überhaupt das Wetter in den ersten Minuten aus? Bevor ich das Feld komplett nass habe, ne? Ja, 20 Minuten. Jo. I'd take a set of intermediates in these unpredictable conditions. Leider wird es erst noch 30 Minuten trocken, das heißt, wir fahren ein komplett nasses Setup. So, Kanada. Genau, da fahren wir so. Wir müssen nämlich auf der Strecke was tun. Rennen schon wieder Formel 1. Die berühmte Wall of Champions. Ich glaube, den Formel 1-Kennern, warum die so heißt, brauche ich, glaube ich, nicht mitzuteilen. Eieieiei, einfach ist es nicht. Bei diesen Wetterbedingungen, viele Runden werden wir eh nicht fahren. So 2-3 werden es meistens werden. Aber Kanada ist durchaus auch bekannt, dass es hier durchaus mal regnen kann. Damit müssen wir nur leben, ändern können wir uns eh nicht. Wichtig ist, dass die Qualifying und das Rennen
so halbwegs trocken ist oder überhaupt trocken ist. Heute dominiert leider der Regen. Aber wie gesagt, wir müssen es mit, wir nehmen es mit. Gehört nun mal dazu. So, erste Bestzeit von Valtteri Bottas, der jetzt schon auf der Strecke ist, okay. Dabei habe ich jetzt gerade keine Zwischenzeiten. Ja, die reicht aber nicht, die Runde, um nach vorne ranzukommen. Definitiv nicht. 24,9. Ich weiß gar nicht, anderthalb Sekunden oder so sind das, glaube ich. Weil der erste Versuch bringt es zumindest Platz violette Zwischenzeit in Sektor 1. Mal gucken, was sie kriegen. Bottas 23 Jahre, 1,1 Sekunden, da sind wir momentan auf jeden Fall. Da sind wir momentan davor. Wo wir jetzt gerade diese Zeit verloren haben. Hat er gesagt 23,3 oder was ist er gefahren? Oder 23,4? Dann müssen wir jetzt nochmal nachlegen im letzten Versuch. Wahrscheinlich wird es nicht reichen für die 1. Wobei doch. Aber ja. Besser als Sektor. Ja, haben wir es geschafft. Wie gesagt, das ist meine Lieblingsstrecke. Ich liebe diese Strecke. Ähnlich wie Ungarn. Das ist eine schöne technische Strecke. Wobei wir echt ein bisschen aufpassen müssen mit den Verhältnissen. Da ich einen tollen Setup fahre und du wirst ähnlich werden. Verstappen darf auch gehen. Ja, jetzt kommen die ganzen Zeiten. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Hülkenberg, Sainz Junior und Alexander Albon. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Naja. Ja, so dringend war vorübergehend nass. Daher nicht gerade aussagekräftig. Wir sind die zwei schnellsten mit den Inters. Das ist wichtiger. So. Na gut, schauen wir mal, was jetzt gleich mit dem bisschen Schokolade. Okay, mal gucken, was mit dem zweiten Freitraining ist.
So. Gut. Also das war mit Mediums. So, mal alles hochstellen, schön auf Hotlap und auf Fett. Damit wir die optimale Leistung raushauen können, ist das Motto. Und dann schauen wir mal, was hier drin ist. Shit. Dann bin ich ein bisschen so weit rausgekommen. Sollen wir gerade gucken? Das ist übrigens die Kurve mit Vettel und Hamilton, wer sich erinnert. Weil Herr Vettel Hamilton ein bisschen abgedrängt haben soll und sich so einen kleinen Vorteil geholt hat. Weil die 5-Sekunden-Strafe geholt hat, bekommen hat, dadurch doch noch den Sieg verlor. Das war dann die Kurve 2. Ja, 3, Tür, meine ich. Ja, mal gucken, was dann ist jetzt hier noch. Russell 1.14.7, wir waren 1.11, also fast 3 Sekunden schneller. Aber schon im ersten freien Training so langsam nicht weit gefahren, sondern viel gefahren sind. Das weiß ich jetzt ein bisschen nachholen. Ah, Vorteil ist der Williams hier das nicht im Weg. Zumindest hier nicht. Wobei der steht jetzt wahrscheinlich jetzt gleich schön in der letzten Kurvenkombination im Weg. Naja, geht. Weil ich den Schwung jetzt schon mitnehmen kann und noch eine neue Bestzeit setzen kann. Okay, das war ich selber. Dritte Training fahren wir mit dem Soft. Das werden wir so gleich noch machen. Versuchen wir nochmal 2 Versuche mit dem Medium zu setzen. Gut, Kanada ist noch relativ kurze Strecke in Brasilien. Kurze Strecke. Die Rundzeiten sind so etwa dieselben.
Ich muss tatsächlich jetzt in der letzten Kurvenkombi rocken. Das war verdammt knapp. Mit dem letzten Versuch. Wirklich mit der letzten Kurve haben wir es tatsächlich schon mal geholt. So, einfach so fahre ich einfach nochmal 4. Da wir ja nur 2 Runden im ersten Training hatten. Ja, meistens immer so 3 Runden pro Training fahren. Holen wir mal wieder eine Pole hier, das wird auch natürlich eine große Frage sein. Die kriegen wir erst morgen beantwortet. Momentan sind wir auf dem Kurs dahin. Wir sind erste freie Training im Joy, ist egal, aber Hamilton ist schneller mit dem Inters. Gut, auch Monaco hat noch 3 ausgewonnen. Das wird auch noch eine neue schnellste Runde, aber nicht ganz die Bestzeit im siebten Sektor. Aber ja, es wird eine neue insgesamt beste Runde werden. Oder wurde eine neue beste Runde? Und damit müssen wir auch alles 3 Violett haben, ne? Ja, und zwar mit Abstand. Wunderbar. Und das auf Medium. Gut, dann sind wir auch durch mit dem Training. 2. So. Und zwar diesmal mit Abstand. Diesmal um die Medium sollte besser funktioniert. 1,1 Sekunden vorher mit. Abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Hamilton und Kevin Magnus. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ja, die Überraschung ist auf jeden Fall, dass ein Alfa ist, wenn man Mercedes parkt. Ferrari nur auf 8 und 9. Also die Racing Point stark. Alfa, wie gesagt, stark mit dem Norris auf 5. Russell auf 14 im Williams. Bügelt locker sein Teamkollegen. Und zwar um eine gute Sekunde. Oder mehr als eine Sekunde. Gut, unterschiedliche Reifenmischung. Cassie auf Platz 17. Verstappen auf 16. Also das sind negative Überraschungen. Ferrari und Red Bull. Definitiv. Aber gut. Muss ja nicht, muss man noch nicht sagen. Gut, gucken wir mal rein, was das dritte Freitraining gleich so andeutet. Jedenfalls sind wir hier wieder dabei, vorne. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Aber die große Entscheidung kommt natürlich erst morgen, wenn es dann ins Qualifying geht. Und dann am Sonntag erst im Rennen. Aber jetzt erstmal noch das dritte Freitraining. Auch wenn viele das natürlich als lästige Pflicht sehen. Das muss ja gemacht werden. Naja. So. Gut. Ja, blöd, dass es wieder regnet. Oder wieder regnen soll, aber soll zwischendurch mal wieder trocken werden. Deutlich trockener werden als im ersten freien Training eben. So. Hinterwetter. Wo ich gerne die Soft mal fahren würde. Müssen wir natürlich im Moment warten, bis es wieder trocken wird. Das soll irgendwie nach 10 Minuten oder so trocken werden. Gucken wir mal, was die ersten Zeiten sagen gleich. Jetzt müssen wir warten, wie die Zeiten aussehen. Hallo, kannst du mal trocken werden? Jetzt.
Jetzt wird zocken. Das ist das Wichtigste. Sollen wir nämlich auch noch einen Punkt, was die Bestzeiten anbetrifft. Stimmt, Gasly hatte sie gerade zwischendurch gehalten. Natürlich haben wir das Problem, dass wir jetzt alle auf der Strecke sind. Also müssen wir damit auf jeden Fall erstmal jetzt klarkommen. Hoffentlich ist uns keiner blöd im Weg. Perez vorne momentan. Im Pinken Racing Point. Aber das ist jetzt hat sich egal. Wir müssen die Zeit auf jeden Fall schlagen und ich gehe davon aus, dass wir es hinkriegen. So, das ist sowieso eine Runde. Epic Gasly jetzt vorne. Schlechte Zeit von Perez. Russell vor uns auf 8. Ex-Team-Kollege. Diese Saison soll der große Wurf von McLaren gelingen. Wir wollen das Team wieder dahin führen, wo es hingehört, nämlich vorne an die Spitze. Williams habe es geschafft, da sind wir nämlich Dritter geworden in der Fahrer-WM. Vierter geworden. Ja, da kostet das ja immer nicht mehr. Dritter in der Fahrer-WM. Jetzt soll mit McLaren der nächste Schritt folgen. Und dann mal gucken, was die nächste Saison bringt. Vielleicht mal Renault oder so. Ja, das ist natürlich der gute George Russell im Weg. Aber jetzt wird besser. Wir müssen jetzt. Oh, jo, das wurde auf einmal verdammt eng. Wo wollten wir da hin? Die Zeiten purzeln jetzt richtig von den Grosjean ins vorne auf Soft. Fährt jetzt 13.8. Unsere Zeit. 1:13.1. So, jetzt haben wir mal wieder eine halbwegs freie Runde. Davor ist noch der Ferrari von Vettel, aber der hoffentlich ist der gleich auch dass wir aus dem Weg oder steht er sich dann im Weg, wenn wir ihn nicht brauchen. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich sogar eine 1:11er Zeit, die da stehen haben. Ich glaube, ich habe sowieso das Rennen, ich habe sowieso noch einen Motor drin. Eine 10er Zeit fehlt uns natürlich über eine halbe Sekunde noch. Die werden wir wahrscheinlich nicht im letzten Versuch kriegen. Fertig. Aber es wird nur 1:11.5. 1:11.4 sogar. Was eine freie Runde auf einmal ausmacht. Nochmal besser, der erste Sektor. Unser Ferrari Vorsicht haben ist vielleicht sogar das Schlechteste. Wenn er uns nicht da am Weg steht, wo er nicht hingehört. Puh, Glück gehabt. Ich wollte eigentlich erst links vorbei und nicht rechts vorbei, aber das hat ja dann auch geklappt. Ich vermute, dass wir jetzt mal in 10er Zeit sitzen werden. Und zwar wahrscheinlich irgendwie so ein 10.8, ein 10.7. Ein 10.8. Ein 10.9 sogar. Ich hatte gehofft, dass wir noch ein 10.7 hinkriegen. Aber egal. Wir haben es hingekriegt. Wir sind Erster. Schöne Zeit, definitiv. Und zwar mit Alarm, mit großem Abstand. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Hamilton und Valtteri Bottas. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das Freitraining ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, wieder ein Racing Point vorne dabei, unter den ersten vier. Perez diesmal. Dann Grosjean, ein Haas.
Beide Red Bull nur auf 6 und 8. Ferrari nur auf 7 und 10. Also, ne? Da muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen gearbeitet werden bei Red Bull und bei Ferrari, um da irgendwie nochmal versuchen, um da vorne noch ranzukommen. Aber das reicht jetzt auf jeden Fall erstmal. Wir sind durch mit dem Training. Mal gucken, was morgen mit dem Qualifying weitergeht. So. Gut. Wettervorhersage bleibt trocken. Das ist immer wichtig. Das gefällt mir auch am meisten. Und dann bin ich raus für heute. Und wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr zum Qualifikationstraining zum großen Preis von Kanada. Bis dahin.